It's ready. Yeah. Oh. Hi Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Woo. Wir waren etwas länger weg. Ich war zwischenzeitlich ein bisschen krank. Und ja, wir haben einfach leider nicht geschafft, irgendwie viel zu vloggen für euch. Aber jetzt geht's wieder richtig los. Heute in diesem Video, ihr habt wahrscheinlich schon den Titel gelesen, und bevor einige jetzt eine Herzattacke bekommen und vor Freude an die Decke springen, wollen wir einfach mal über dieses ganze Thema irgendwie sprechen. Ne? Oh. So, wir sind echt happy. Dieses Thema Pärchen sein, zusammen sein, heiraten, verloben und alles das... Verloben? Ja. Ja, es ist so, ich habe an ein Verlieben gedacht und dachte, so, verloben ist richtig. Es ist richtig. Und da denkt man ja natürlich, wenn man jetzt so eine gewisse Zeit zusammen ist, so wie wir, auch natürlich immer drüber nach. Oh. Und einige von euch haben sich wahrscheinlich gefragt, wieso Mone und ich Ringe tragen seit einiger Zeit. Ich hoffe, die kann man von da aus sehen. Und ja, deswegen wollten wir heute mal mit euch darüber sprechen. Also, bevor, wie gesagt, ihr macht, alles ganz entspannt, noch sind wir nicht verlobt. Aber es wird vielleicht nicht mehr so allzu lange dauern. Nein, Leute, wir haben ja schon mal gesagt, dass wir uns damit ganz viel Zeit lassen. Und dass wir es, wenn es passiert irgendwie so, dann passiert es halt. Aber ihr rastet ja wirklich momentan in unseren Kommentaren, in den Instagram-Kommentaren aus. Und es wird spekuliert und spekuliert und spekuliert und spekuliert. Ihr wollt es so sehr. Wir wollen es wirklich so sehr, das ist unfassbar. Und wir werden natürlich, wenn es soweit ist, euch mit bei jedem Schritt auf jeden Fall mitnehmen. Und ihr werdet jeden Schritt mitbekommen. Wir wollen erstmal noch so ein bisschen, ja, unser Leben genießen. Ja. Bevor es alles so ernst wird. Und ja, das ist ja auch mit gewissen Kosten verbunden, wenn man dann irgendwann heiratet und sowas alles. Aber wir wollen trotzdem darauf eingehen, warum wir denn diese Ringe haben. Und was die bedeuten und was die für uns bedeuten. Und was da, warum das so der erste Schritt zur... Guckst du mich an oder die Leute? Dich. Die Ringe haben wir jetzt ungefähr seit fast 2-3 Monaten schon, glaube ich. Seit drei Monaten, genau. Genau. Zu unseren Geburtstagen haben wir uns die gegenseitig geschenkt. Und das sind Partnerringe. Ja, wir haben uns dazu entschieden, wir wollten beide irgendwie so einen Ring tragen, aber noch nicht direkt so mit Verlobung und heiraten und sowas alles. Deswegen dachten wir uns einfach, hey, warum machen wir uns denn nicht Partnerringe? Und wir sind da sehr, sehr stolz drauf. Wir haben jetzt nicht dieselben Ringe, das wäre halt schwierig geworden, weil wir beide so ein bisschen unterschiedliche Geschmäcker haben, was das angeht. Sie hätte natürlich auch so einen Ring sich einfach holen können, wie ich den jetzt habe, aber sie wollte halt schon ein bisschen was mit Steinen, ein bisschen was Glitzernes. Aber ja, sie gehören auf jeden Fall zueinander. Das weiß man ja. Es geht ja darum, was wir dafür fühlen. Und es muss ja nicht immer dieselben sein. Genau. So, wir wissen, wir haben sie extra, wir wollten sie gravieren lassen, mit seinem Namen halt, ne, so wie es sich halt gehört, und meinen Namen. Aber da haben wir uns dann gedacht, so, hey, das ist ein Schritt, den wir gerade machen, der uns sehr viel bedeutet, aber mit diesem Gravurding soll nochmal was ganz Besonderes sein, halt für die Hochzeit. Genau. So, deswegen, das hier ist so Partnerring, schön und gut, voll cute, so hin und her, aber dieses, ne, ihr wisst, was ich meine, dieses gewisse... Soll halt beim Ehering dann noch was Neues sein. Nicht, dass man dann denkt, so, jetzt habe ich wieder einen Ring mit einer Gravur an. So, ihr wisst, was ich meine. Ja, und wie gesagt, wir lassen uns da auf jeden Fall Zeit. Wir wollen beide auf jeden Fall zusammenbleiben, für immer, denke ich mal. So, aber wie wir schon gesagt haben, eine Verlobung, eine Hochzeit hat viel mit Kosten zu tun. Und momentan sind wir glücklich, so wie wir sind. Uns fehlt die Zeit. Wir geben unser Geld momentan für das aus, was uns Spaß macht, und wir sind auch so glücklich. Und wenn irgendwann der Zeitpunkt da ist und wir sagen, hey, wir haben alles und jetzt sparen wir unser Geld und dann machen wir uns unsere Hochzeit so, wie wir sie haben wollen und müssen dann nicht aufs Geld achten. Dann ist der richtige Augenblick. Kaboom, dann kommt es. Kaboom! Ihr werdet es erfahren, direkt. Ja, auf jeden Fall. Für uns beide ist halt dieser Schritt auch so, hey, wir wissen ja, dass wir zueinander gehören. Dazu gehört kein Eheschließungsbund, dazu gehört kein Ring, sondern das wissen wir halt einfach. Im Herzen. Im Herz weiß die Madame hier drüben, wartet quasi nur sehnlichst darauf, dass ich ihr den Antrag mache. Das weiß ich. Ich weiß aber auch, dass er auch will. Ja. Ja. Ihr wisst Bescheid. Oh, hallo?
sind ja immer drei Küsse mit. Danke. Deswegen, wir wollten euch einfach in diesem kurzen Video mal mitteilen, wie so der Stand ist, was los ist. Ihr habt ja wirklich, also auf dieses Thema, ihr rastet ja aus. Man kann vor euch auch nichts geheim halten. Wirklich, ihr seht alles. Ihr seht, wenn es nur ein bisschen hier, also was, habt ihr Verlobungsring an und hier. Finger und fällt das ist echt, also ist der Wahnsinn, wie ihr, ja, wie aufmerksam ihr einfach seid. Das ist aber cool. Das ist echt cool, das freut uns. Zu dem Mr. und Mrs. Ballon, der in unserer Wohnung hing, da haben ja auch so viele spekuliert. Wir haben da gar nicht drüber nachgedacht. Den haben einfach meine Eltern uns beiden zu unserem Geburtstag geschenkt, weil ich habe einen eigenen Luftballon bekommen und dann waren meine Eltern im Laden und die haben den Luftballon gesehen und dachten so, hey, der ist auch voll süß. Man kann ja auch Mr. und Mrs. sein, wenn man nicht verlobt oder verheiratet ist. Wir haben auch oben in unserem Zimmer Mr. und Mrs. Kissen. Hat ja nicht direkt sowas zu bedeuten. Ja. Alles gut. Alles gut. Das war so ein kleines Video für euch zur Info, zu dem ganzen Thema Verlobung und Hochzeit. Und ihr werdet aber versprochen, alles mitbekommen. Lasst euch einfach überraschen. Also wenn es soweit ist, ihr seid auf jeden Fall die Ersten, die das mit erfahren werden. Keine Sorge. Ja. Da könnt ihr euch drauf verlassen, auf jeden Fall. Es wird jetzt ein brisanter Frühling und ein brisanter Sommer, Leute. Wir haben viel vor. Wir hoffen natürlich, ihr habt darauf Lust. Wenn ja, könnt ihr gerne Bewertung hier auf das Video dalassen. Natürlich gerne eine positive. Das wär immer toll. Und ganz, 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 ganz kleine Sache. Und zwar werden wir beide morgen Abend und heute Abend, wenn ihr das Video seht, einen Livestream auf Instagram machen. Deswegen solltet ihr uns auf jeden Fall jetzt auf unseren Instagram-Accounts folgen. Wir werden Dienstag wahrscheinlich auf meinem Account live gehen und Mittwoch auf ihrem Account. Ja. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall da vorbeischauen. Und ganz, ganz coole Sache für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir haben jetzt endlich Musical.ly. Da haben ja so viele nachgefragt. Mhm. Halleluja. Wir hatten Musical.ly ja schon länger, aber haben das nicht aktiv gemacht. Und jetzt momentan kommt da jeden Tag ein Musical.ly, immer um 18 Uhr. Deswegen, das solltet ihr auf jeden Fall abchecken. Jetzt genug mit der kleinen Werbepause hier. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt gerne einen Kommentar. Und was wir uns gerne wünschen werden, wäre, schreibt mal eure erste Reaktion in die Kommentare hier, wie ihr reagieren würdet, wenn wir das Video hochladen würden oder euch mitteilen würden, dass wir verlobt sind. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Was wäre eure Reaktion so? Oder yay, oder schreibt es einfach mal in die Kommentare. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ihr vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Aktiviert die Glocke, das würde uns sehr freuen. Und folgt uns auf Instagram, dann sind wir raus. Es wird eine brisante Zeit demnächst. Seid gespannt. Ja. Wir haben euch ganz lieb. Bis dann. Ciao. Tschüss. Oh, das ist ein weiter Weg. Uah.